So, weiter geht's. Wir wollen Schleime töten. Also, eigentlich wollen wir nur irgendwas finden, was diesem komischen Dämonengesicht hier füttern können. Aber dazu werden wir Schleime töten müssen. Und da sind schon wieder auf beiden Seiten welche. Jetzt sag mir bitte nicht, dass die respawnen. Das wäre echt nicht toll. Geh mal weg da. Ich will einen von euch wenigstens zum Eingang lotsen, dass wir ihn töten können. Ah, und von der Seite werden wir von dem beschossen. Kluge Schleime. Oder, eher gesagt, ganz kluge Schleime. Und da war auch gerade die Chop-Attacke von unserem Gorn. Chop, chop. Ja, die scheint gut Schaden zu machen. Und schon wieder sind wir fast tot. Ah. Oh, die Schleime. Ah, ich wollte gerade sagen, die Schleime droppen ja diese Schleimbälle, die wir brauchen für das Gegengift. Aber das tun sie gar nicht. Das ist jetzt doof. Ah, wir haben drei. Wie viele Stück haben wir davon? Wir haben noch zwei Schleimbälle. Na gut, da schluckst jetzt mal du. Und wo ist die Flasche hin? Da ist die Flasche. Ein Heilkraut und ein Schleimball Gegengift ist für dich. Und jetzt schlafen wir einfach. Sparen wir uns einen Trip zum blauen Kristall. Aber ja, da waren mindestens jetzt noch vier Schleime. Theoretisch könnten wir es versuchen, einfach mal durchzuflitzen. Aber ich denke, dann werden wir nicht wieder lebend zurückkommen. Und es sind jedes Mal 190 Erfahrungspunkte, was sich ja nicht lumpen lässt. So. Licht haben wir noch. Feuer. Blitz. Und ja, das sieht schon besser aus. Da haben wir einen Schleimball. Schön, schön. Ha. Ist ja ganz schön verwinkelt hier. Ich wette, wenn mich jetzt eins von... Secret? Ich höre Steine auf Stein knirschen. Ah. Ein grüner Stein. Ah, der wird wahrscheinlich für das Dämonengesicht sein. Oh gut, das heißt, theoretisch könnten wir jetzt schon abhauen. Aber hier lag noch Zeug auf dem Boden. Da ist noch ein Schleimball. Damit wir schön viele Gegengifte herstellen können. Und ist hier noch irgendwo irgendwas außer Schleim? Sehen tue ich nichts. Aber selbst wenn nicht, wir sollten die Schleime alle töten. Erstmal, weil sie nervig waren und garstig. Und als Erfahrungspunkte gibt. Leider sieht man bei den Schleim nicht, wo hinten und vorne ist. Also ob sie sich gerade umdrehen oder nicht. Obwohl. Doch, so ein bisschen erkennt man das. Ist ja noch keiner erkrankt. Das ist super. Ich sollte aber nichts sagen, sonst passiert das gleich. Ha. Erwischt, ohne krank zu werden. Tür zu. Und schlafen. Ja, die ersten zwei Male zum blauen Kristall laufen war zwar nervig, aber wir haben es doch noch geschafft. Die letzten zwei Schleime dürften jetzt kein großartiges Problem sein. Das sind einfach nur kostenlose Erfahrungspunkte. Dann gucken wir mal, ob da noch irgendwo ein Secret versteckt ist oder es auf dem Boden liegt. Und dann füttern wir die Dämonenfratze. Da liegt zum Beispiel ein goldenes irgendwas. Vielleicht will die Dämonenfratze ja auch mehrere Sachen. Das könnte natürlich auch sein. Backstab konnten wir auch noch nicht ausprobieren. Den Schleim backstabben wäre ein wenig komisch. So, und gleich weiter. Nicht ausruhen. Den schaffen wir auch so. Und ja, man merkt, ich werde langsam übermütig. Das ist genau der Zeitpunkt, wo man normalerweise stirbt. Irks. Vor allem, wenn man sich verklickt. Und nochmal verklickt. Komm schon, doofer Schleim. Hier hin. Nicht immer wieder zurücklaufen. Was machst du da? Ich glaube, der Schleim hat irgendwie einen Schaden. Boah, 100 Schaden. Also ja, er hat definitiv einen Schaden. Und zwar von Gorn. Eine riesen Axt im Schleimkopf. Das war dann prompt die Rache dafür.
Der muss echt irgendwie buggy sein, so wie er da hin und her. Und das ist Stockduster, so wie er da hin und her gelaufen ist. Nicht genug Energie für für Licht sauber. Das ist ja auch ärgerlich. So, jetzt aber. Also, ein Schleimball. Schön, schön. Und ein Treasure. Oh. Eine goldene Götzenfigur. Die sacken wir mal ein. 0,3 Kilo. Eine goldene Statue von einer uralten, vergessenen Gottheit. Die Inschriften auf ihm sind in einer unbekannten Sprache geschrieben. Okay. Wenn es einen Händler geben sollte, können wir den vielleicht verkaufen. Das wäre ganz schick. Aber irgendwie, bisher haben wir noch keinen einzigen NPC gefunden. Das heißt, ich denke mal, es wird auch keine weiteren geben. Aber man darf ja hoffen. So, jetzt schlafen wir erstmal. Den Trip zurück zu dem blauen Kristall sparen wir uns. Außer hier hinter ist jetzt noch ein großer Bereich. Aber ich denke mal, dahinter wird nur irgendein Gegenstand sein, den wir uns verdient haben, weil wir halt diesen grünen Kristall gefunden haben. Secret. Okay. Giftbomben. Schön. Und eine Armbrust. Und vergiftete Darts diesmal. Und keine Pfeile. Attack Power 20 ist schon ordentlich. Aber wir haben jetzt gerade Backstabbing bei ihm gelernt und Assassination und was weiß ich. Da macht eine Armbrust jetzt nicht wirklich viel Sinn. Keine Knöpfe zum Drücken. Ja. Also das Einzige, was wir jetzt... Oh, wir können den grünen Stein wieder mitnehmen. Huh. Vielleicht brauchen wir ihn nochmal irgendwo. Schön, schön. Das merken wir uns auf jeden Fall. Wenn wir nochmal eine Dämonenfratze sehen, stecken wir dann einen grünen Stein rein. An eine Dämonenfratze kann ich mich jetzt sogar gleich erinnern. Nämlich bei diesem komischen Teleporter im Teleporter im Teleporter im Teleporter. Wo die eine Schnecke im Weg stand und im anderen Raum die Krabbe war. Da war auch so eine Dämonenfratze. Da können wir probieren, das einfach so reinzustecken. Vielleicht gibt es ja auch ein Secret. So, Schleime hätten wir also auch erledigt. Da kamen wir nicht weiter. Jetzt haben wir noch die alten Tunnel und die erste Etage. Da wurde ich auch gespoilert. Also das können wir auch gleich machen. In der ersten Etage soll ich nämlich gleich im allerersten Raum was vergessen haben. Darum. Also wir machen jetzt einen schnellen Abstecher zum blauen Kristall. Und von da aus gehen wir dann weiter hoch. Was ja recht schnell gehen dürfte, denn wenn man hier in der dritten Etage ankam, sah man ja gleich die beiden Fallgruben und dahinter den blauen Kristall. Nur man kam nicht ran, musste erstmal durch die ganzen Horden von Dingern laufen. Oder war es andersrum? Ah, es war andersrum. Man hatte zuerst den blauen Kristall und musste dann auf die andere Seite zu der Treppe. Aber gut, wirklich weit ist es trotzdem nicht. Da sind wir schnell hingeflitzt. Unterwegs können wir mal gucken, ob ich irgendwo Fackeln vergessen habe. Nö. Und am Anfang werde ich garantiert keine liegen gelassen haben. Am Anfang habe ich so gut wie alles mitgenommen. Okay, ich nehme jetzt immer noch ziemlich alles mit, aber ja. Oh, da fackelt was. Du kommst mit. Oh. Du kommst doch nicht mit. So, zweite Etage. Okay, hier dauert schon ein bisschen länger, wieder zur nächsten Etage zu kommen. Aber das ist auch alles relativ. Ich kann während der Zeit einfach weiter vor mich hin blabern. Das kann ich inzwischen ganz gut. Auch wenn mein Hals langsam trocken wird. Oh, da ist eine Fackel. Und die können wir sogar mitnehmen. Schöne Sache. Dafür bin ich jetzt aber auch fast falsch gelaufen. Ah, stimmt. Auf dem Rückweg müssen wir den drücken und da wieder ganz schnell durchflitzen. Noch ein blauer Kristall. Da sind wir. Und wir müssen jetzt links rum. Und noch eine Fackel. Ich habe ja echt viele hängen lassen. Hätte ich so nicht gedacht. Aber gut, umso besser.
Noch eine. Mann, Mann, Mann. Hier rum. Da doch nicht rum. Hier rum. So, sind wir gleich in der ersten Etage, wo wir angefangen haben. Der Weg zurück dürfte eine ganze Weile dauern. Ich überlege mir, den zu überspringen. Weil wir scheinen ja doch den einen oder anderen ungeduldigen Zuschauer zu haben. Oh, die Kisten habe ich ganz vergessen. Die wollten wir auch noch kaputt machen. Zack, zack. Und nichts drin. Na gut, hätte ich mir jetzt auch sparen können. Aber der Vollständigkeit halber haben wir das auch gelöst. Ist hier noch was? Nö. Also Treppe hoch. Das heißt ja, vermutlich werde ich den Weg zurück runter in die sechste Ebene kurz off-camera machen. So, wo haben wir angefangen? Da haben wir angefangen. Was haben wir hier? Ein Schalter, ein Knopf, ein Schalter. Ja, hier waren meine Einträge noch ein bisschen komischer. Aber wenigstens keine A's und O's und überall verteilt irgendwas. Noch eine Fackel. Ach, schön. Ein Inventar voll Fackeln. Ja, jetzt sind wir definitiv gewappnet. Ich habe echt viele hier liegen lassen. Also ja, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, was faselt er die ganze Zeit von den ganzen Fackeln. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Ressourcen einfach so liegen gelassen habe. Hm. Oder die sind respawned. Respawnende Fackeln. Na gut. Jetzt sind wir gleich im ersten Raum und da soll ich irgendwo irgendwas übersehen haben. So, da sind wir runtergeplumpst. Kein Schalter. Schalter. Hm, okay. Tada, und wir sehen jetzt schon im allerersten Level eine Statue von diesen Erbauern oder was auch immer das sein sollen. Na gut, und Ninja-Stern und Lurker-Schuhe. Scheint wohl ein Set zu sein, dieses Lurker-Dingens. Lurker-Schuhe, Ausweichen plus 5. Schutz plus 4, tauschen wir doch mal. Hat er jetzt schon Ausweichen 49. Und die Schuhe kann die jemand anders haben oder haben die irgendwelche Malius, also Mali? Nö. Hat keine. Heißt, so. Und das Schild können wir da lassen. Unterwegs werden wir noch mehr als genug finden. So, gucken wir jetzt auf die Karte, ob wir noch irgendwo irgendwas übersehen haben. Also vielleicht schon, aber auf der Karte sind keine Gebiete mehr eingezeichnet, wo es weitergehen könnte. Das heißt, ich werde jetzt einen Cut machen. Und dann sehen wir uns wieder unten. Da, wo wir von den drei Spinnen anteleportiert wurden und wo der Ogre irgendwo sein Unwesen treibt. Also, abspeichern, LP 042 und wir sehen uns gleich unten wieder.